Ich steh morgens auf, dreh die Stereoanlage auf, laut. In der Küche koch ich Wasser für einen Kaffee, damit ich wieder wach bin. Kaffee ist besser als Tee. Er macht wach, dein Gehirn ist nicht mehr schwach, es explodiert durch viel Konsumé. Du bist besser konzentriert, hast einen klaren Kopf. Du weißt ganz genau, was in deinem Gehirn passiert. Und das wegen dem guten Stoff. Ich mach mir jetzt einen Kaffee. Denn Kaffee ist besser als Tee. Er macht wach, dein Gehirn ist nicht mehr schwach. Doch es explodiert durch den braunen Schnee. Doch schaffst du es nicht, dass du dir am Morgen einen Kaffee kochst. Und brauchst du einen, so musst du auf keinen Fall verzweifeln, sondern kannst in den Shops danach greifen. Denn Kaffee gibt es nicht nur irgendwo. Viele Leute mit einem Becher siehst du dort. Auf diesem steht Coffee to go. Diese schnellen Kaffee helfen dir, dein Leben zu verändern, es zu verschnellern und dabei dein Geld zu sparen. Kaffee ist so toll. Kaffee ist so geil. Denn Kaffee ist besser als Tee. Er macht wach, dein Gehirn ist nicht mehr schwach. Doch es explodiert durch den braunen Schnee. Trinkst du ihn spät am Abend, so bist du noch aufgedreht und kannst nicht richtig schlafen. Deine Gedanken schwirren um dich herum, sie lassen sie keine Ruhe. Nein, sie sind niemals stumm, dein Gehirn wehrt sich und bleibt stur. Am Abend einen Kaffee zu konsumieren ist nicht gut für dich. Also warte lieber bis morgen, denn dann, nur dann, kannst du dir einen neuen Kaffee für dich besorgen. Denn Kaffee ist besser als Tee. Er macht wach, dein Gehirn ist nicht mehr schwach. Doch es explodiert durch den braunen Schnee. Kaffee ist besser als Tee. Dein Gehirn ist wieder aktiv. Darum hab ich meinen Kaffee lieb.